Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus der Reihe, warum du trotz regelmäßigem Fitnesstraining nicht abnimmst. An der Stelle nochmal die Information, dass die Reihenfolge der Videos nicht priorisiert ist. Also es ist nicht so, dass die wichtigen Videos zu dem Thema an erster Stelle kommen und hinten raus kommen die etwas weniger wichtigen. Was wichtig ist, ist natürlich sehr individuell, je nach Situation und Trainingszustand, wo die Person gerade steht. Und die Reihenfolge ergibt sich einfach daraus, dass ich da am Anfang nicht drüber nachgedacht habe, einfach angefangen habe zu drehen und ja, so ist es jetzt einfach. Wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, den verlinke ich dir nochmal, dann kannst du es dir nochmal anschauen. Ich glaube oben, ich weiß nicht, wo das jetzt erscheint, aber dann kannst du da nochmal drauf schauen. Da ging es um das Thema falsche Belohnung, wie wir unseren Trainingserfolg dadurch, dass wir uns ja ein bisschen im Prinzip falsch belohnen, zunichte machen, indem wir die Kalorien wieder ausgleichen. Heute geht es um Zielsetzung, um Zieldefinition. Was ist überhaupt möglich? Wie viel kann ich überhaupt realistisch abnehmen? Wie viel Gewicht kann der Körper überhaupt verlieren in einer Woche? Viele Leute wissen das nicht und haben deswegen kein konkretes Ziel und verlieren darüber die Motivation. Sie bewegen sich dann zwar irgendwie, machen regelmäßig irgendwas, aber das ist überhaupt nicht zielführend, weil sie nicht konkret an einer Sache arbeiten. Mehr dazu jetzt in diesem Video. Ja, zu Anfang möchte ich dir mal ein paar Zahlen vortragen, damit wir uns ein bisschen besser orientieren können. Ich gucke hier teilweise auf meinen Spickzettel. Ich habe mir das aufgeschrieben, dass ich nicht durcheinander werfe. Wie viel Energie, wie viel Körperfett kann ich wirklich realistisch pro Woche verlieren? Ganz wichtig, ich unterscheide immer wirklich Körperfettverlust. Es geht mir nicht um den Gewichtsverlust an sich. Das mag dir vielleicht ein bisschen übertrieben erscheinen, aber das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Du kannst pro Woche ziemlich viel abnehmen, wenn du, ja, wie ein Leistungssportler das macht, ja, ein Boxer beispielsweise, der eine Gewichtsklasse halten muss, der nochmal irgendwie 4 Kilo verlieren muss vor dem Wettkampf, der trinkt vorher teilweise nichts, der sorgt dafür, dass er richtig gut auf Toilette gehen kann, der geht in die Sauna, schwitzt sich richtig aus, ohne Flüssigkeitszufuhr. Das ist natürlich nicht wirklich gesund auf Dauer, aber es macht halt einfach Gewicht und es verfolgt einen bestimmten Sinn und Zweck. Wir reden von was ganz anderem. Wir reden davon, wie kann man eine gesunde Gewichtsreduktion hinkriegen, wie können wir richtig gut Körperfett verbrauchen, das möglichst viel, was ist der realistisch und deswegen unterscheide ich immer wirklich Körperfettverlust und nicht einfach nur Gewichtsverlust. Darum geht es ja. Wir haben auch viele Leute, die haben zwar viel abgenommen, aber leider ist von dem, was sie abgenommen haben, 50% Muskulatur, weil sie einfach das Krafttraining vernachlässigt haben. Und das ist wirklich richtig schlecht, weil Fett wird nun einfach mal im Muskel verbrannt. Also wir reden von Fettverbrennung und in diesem Video über realistische Zielsetzung. Wie viel Energie hat 1 Gramm Fett? 1 Gramm hat 9,3 Kilokalorien an Energie. Und dementsprechend könnte man davon ausgehen, dass man, um 1 Kilo Körperfett zu verbrennen, 9000 Kalorien verheizen muss. Das stimmt so nicht. Es sind 7000 Kalorien. Davon kannst du ausgehen, weil 1 Kilo Körperfett besteht nicht nur aus reinem Fett, das bindet beispielsweise auch Wasser. Das heißt, wenn du 1 Kilo Körperfett verbrennen möchtest, musst du 7000 Kilokalorien reduzieren. Es kommen jetzt noch ein paar Zahlen, das ist einfach, ja, die haue ich dir jetzt einfach um die Ohren. Das ist wichtig, dass wir da konkret ein bisschen sprechen können. Wie viel kann der Körper realistisch an Fett abgeben in einer Woche? In der Literatur findet man eigentlich immer wieder die gleichen Zahlen. Man kann davon ausgehen, dass du 500 bis 1000 Gramm Körperfett in einer Woche verlieren kannst, verbrennen kannst. Daraus ergibt sich schon, dass der eigentliche Gewichtsverlust durchaus viel höher sein kann. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also wenn du 1 Kilo Körperfett verbrennst, dann verlierst du auch damit noch Wasser und teilweise auch Glykogen. Das heißt, du verlierst auf der Waage tatsächlich dann etwas mehr als dieses 1 Kilo. Aber wir sprechen eben, wie gesagt, von diesem Körperfett. Jetzt gehen wir mal davon aus, 500 bis 1000 Gramm pro Woche, sagen wir mal, wir wollen 500 Gramm pro Woche verlieren. Oder machen wir es mal anders, sagen wir, wir haben als Zielsetzung, wir wollen innerhalb der nächsten 12 Wochen 5 Kilo reines Körperfett verbrennen. Sagen wir das einfach mal, 12 Wochen 5 Kilo reines Körperfett, das ist unser Ziel. Das heißt letzten Endes, dass du eine Gesamtenergiemenge von 35.000 Kilokalorien verbrauchen sollst, mehr verbrauchen sollst,
oder dass du ein Energiedefizit von 35.000 Kilokalorien in den nächsten 12 Wochen erzeugen sollst. Und wenn du dir das jetzt umrechnest, dann hast du die Situation, dass du auf 400 bis 500 Kilokalorien Energiedefizit pro Tag kommst oder 3.500 Kilokalorien pro Woche. Und wenn du das jetzt rumrechnest letzten Endes, dann kommt es ein bisschen drauf an, wie schwer du jetzt bist und auch was für ein Training du jetzt machst, ob du das jetzt rein auf das Krafttraining beziehst oder ob du das jetzt rein auf ein Herz-Kreislauf, also auf ein Cardio-Ausdauertraining beziehst. Aber so kannst du grob sagen, je nachdem, ja, Mann, Frau, Körpergewicht, welches Training, 3 bis 5 Stunden Sport pro Woche sind nötig, um diese Energiemenge von 3.500 Kilokalorien pro Woche zusätzlich zu verbrauchen. Und wenn du das so befolgst, dann wirst du wahrscheinlich innerhalb der nächsten 12 Wochen deine 5 Kilo Körperfett verbrennen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du sogar etwas mehr abnimmst auf der Waage, also wirklich mehr Gewicht machst, weil, wie schon erwähnt, Fett bindet Wasser und so weiter. Es ist wichtig, ein konkretes Ziel zu haben. Wer ohne Ziel vor sich hin trainiert, der wird mehr oder weniger wahrscheinlich enttäuscht werden. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, ich möchte einfach was für mich tun, ich will mich einfach nur wieder bewegen. Das stimmt auch irgendwo, aber ich sehe auch, dass das häufig mal die Leute sind, die doch relativ, ja, zügig die Lust auch am Training verlieren, weil sie sich irgendwo doch mehr erhofft haben, mehr Ergebnis gewünscht haben und das tritt dann nicht ein und dann sind sie demotiviert und hören natürlich auf. Zum Thema Abnehmen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man einfach gar keinen Überblick hat, wie viel Energie muss ich denn überhaupt verbrauchen, wie viel Energiedefizit pro Woche muss ich überhaupt erzeugen, um mein Ziel verfolgen zu können, dann kann es natürlich sein, dass ich auf einem völlig falschen Weg unterwegs bin. Ne? 3.500 Kilokalorien pro Woche ist ein Wort. Und wenn jetzt jemand losgeht und sagt, okay, ich mache jetzt 2-mal die Woche 1 Stunde Nordic Walking, wird er es nicht erreichen. Es ist einfach nicht möglich, damit so ein großes Kaloriendefizit hinzukriegen. Das schaffst du einfach nicht. Und es liegt nicht daran, dass du etwas falsch machst. Es liegt einfach daran, dass du dich zu wenig bewegst und zu wenig Energie umsetzt. Clever ist es jetzt natürlich, an beiden Stellschrauben zu drehen. Das heißt, sowohl den Energieverbrauch nach oben zu setzen, indem du regelmäßig Sport machst und regelmäßig trainierst, als auch die Kalorienaufnahme ein kleines bisschen zu drosseln. Und das liegt jetzt an jedem selber. Ich habe jetzt die Woche zum Beispiel ein Gespräch gehabt mit dem Tim. Hallo Tim, ich grüße dich. Der Tim war nicht so zufrieden mit seinen Ergebnissen. Von meinem Standpunkt aus hat er eigentlich recht gute Ergebnisse gehabt. Er hat im Prinzip einen kleinen Kalorienüberschuss gehabt, den er aber ziemlich gut kompensieren und ausgleichen kann, wenn er jetzt einfach anfängt, das Herz-Kreislauf-Training wieder ein bisschen hochzusetzen, weil das Krafttraining funktioniert super gut. Da war nämlich auch im Gespräch, deswegen erinnere ich mich an den Tim, ob man die Ernährung ein bisschen schrauben kann oder ob man einfach so weiter isst, wie man es jetzt macht und einfach den Sport nach oben setzt. Weil das sind ja 2 Stellschrauben, die du hast. Es geht ja über Ernährung und über Training, mit denen du arbeiten kannst. Das heißt, mehr ausgeben und weniger einnehmen und schon hast du ein Defizit. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, sich ein konkretes Ziel zu machen und an diesem Ziel konkret zu arbeiten. Wenn du innerhalb der nächsten 12 Wochen 5 Kilo Körperfett verbrennen willst, musst du ein Gesamtkaloriendefizit von ca. 35.000 Kalorien erzeugen. Und das heißt, dass du pro Tag ungefähr zwischen 400 bis 500 Kalorien mehr Verbrauch erzeugen musst oder aber auch ein bisschen weniger zuführst, damit du ans Ziel kommst. Schreib mir deine Fragen in die Kommentare. Ich hoffe, du hattest einen Nutzen aus dem Video. Danke, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss!